Aber wir haben telefoniert und als erstes ist mir das eingefallen. Und es war wirklich peinlich, muss ich Ihnen sagen. Ich sehr peinlich. Ich glaub's. Mein Name ist Eva Schlögl, ich arbeite seit 12 Jahren bei Gruberreisen und bin im Führungsteam von Gruberreisen tätig, unter anderem auch für das Bretanide Sport- und Wellnessresort auf der Insel Bratsch zuständig. Ich habe in der Anfangszeit nach meiner schulischen Karriere angefangen, am Campus 02 bei Rüstbegleiter zu studieren und im gleichen Zuge auch bei Gruberreisen zu arbeiten und habe ein berufsbegleitendes Studium hinter mir. Und in der Anfangsphase bei Gruberreisen war ich im Marketing. Und im Marketing war ich unter anderem zuständig für unser vierteljährliches Kundenmagazin namens Auszeit. Und diese Auszeit hat einerseits unser Unternehmen präsentiert, andererseits auch Fremdveranstalter, gute Partner von uns präsentiert und diese haben uns auch unterstützt. Jetzt ist es wieder an der Zeit gewesen, dass ich die Gesamtorganisation für unsere Auszeit mache und habe dahingehend natürlich auch Kontakt mit unseren besten Partnern aufgenommen, die zumeist Imagewerbung oder Angebote präsentiert haben. Unter anderem war auch ein Herr Fankhauser meine Ansprechperson. Ich muss dazu sagen, ich habe den noch nie persönlich kennengelernt. Ich habe ihn immer nur über Schriftverkehr oder Telefon gehört. Und man muss auch dazu sagen, es war kurz vor Halloween, also sprich 31.12. ist vor der Tür gestanden. Wir haben im Büro haben wir bereits gesprochen gehabt, okay, was machen wir zu Halloween? Wir haben das Büro dahingehend auch dekoriert gehabt. Und so habe ich einfach das Anschreiben an Herrn Fankhauser gemacht, ohne irgendwelche Gedanken dazu, nur dass er uns unterstützen möchte. Und das war eigentlich für mich nachher geklärt. So, plötzlich nach 3 Tagen in etwa, einen Tag vor Halloween, kam ein E-Mail-Retour, wo ich zuerst ehrlich gesagt wirklich verdutzt gewesen ist und das möchte ich ganz, ganz kurz vorlesen. Sehr geehrte Frau Schlögl, wir haben uns zwar noch nie persönlich kennengelernt und Halloween steht vor der Türe, nur bei Gottes Willen schaue ich nicht einmal verkleidet wie Herr Frankenstein aus. Ich wünsche Ihnen ein schönes Halloween. Und in Bezug auf die Auszeit melde ich mich nächste Woche. Liebe Grüße, W. Fankhauser. Ich war wirklich verdutzt, muss ich Ihnen sagen, und ich war sehr peinlich berührt. Er war damaliger Geschäftsführer auch von diesem Unternehmen, sprich hat eine sehr hohe Position in diesem Unternehmen gehabt und ja, und habe das einmal meinen Kolleginnen erklärt und gesagt und das E-Mail vorgelesen, weil ich wirklich nicht wusste, okay, auf was möchte er nun hinaus. Meine Kollegen lachten nur mehr und haben schon diese Vorahnung gehabt. Natürlich habe ich anstelle von Herrn Fankhauser oder sehr geehrter Herr Fankhauser, sehr geehrter Herr Frankenstein in der Anrede geschrieben gehabt. So, ich erst 1 Jahr bei Gruberreisen, 1 Jahr im Marketing bei Gruberreisen, bei Gottes Willen nicht gewusst, was ich jetzt tun soll. Und knallrot einmal angelaufen und sofort zu meinem Vorgesetzten gelaufen sozusagen und habe mir meine Peinlichkeit halt erzählt. Er hat nur geschmunzelt, hat gemeint, okay, das ist ein sehr sympathischer Herr, er versteht Humor und wir werden das schon regeln. Herr Fankhauser, ich habe mich natürlich entschuldigt, vielmals entschuldigt für das Mail. Herr Fankhauser hat auch bei der Auszeit wieder teilgenommen. Und ich glaube, einen Monat später habe ich ihn nachher bei der Ferienmesse in Wien getroffen, persönlich bin ich ihm vorgestellt worden. Es war wirklich peinlich für mich, knallroten Kopf wie eine Tomate habe ich ausgeschaut, aber er hat es wirklich mit Humor genommen und ein Schmunzeln war auf seinem Gesicht, auf meinem Gesicht und jetzt auch, wenn wir uns jetzt nach wie vor treffen, ist von beiden Seiten nur ein Schmunzeln im Gesicht. Ja, das war einer von meinen eigentlich zahlreichen Fauxpas. Es passiert einfach in der Karriere, es darf auch passieren. Das ist menschlich und es bringt jeden Menschen weiter und auch mich weiter und jedem können Fehler passieren und das ist auch gut so. Das ist mein Onkel, der Michael Schlögl. Er ist Eigentümer von Gruberreisen unter anderem, wie auch mein Vater und er hat einfach eine Präsenz im Raum. Er ist sehr autoritär, aber trotzdem persönlich. Der Mensch steht für ihn immer im Mittelpunkt und er hat mir einfach das Empathische gelernt, er hat mir das Fachliche irrsinnig gut gelernt und er ist für mich einer der vorreitenden Führungspersonen, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, neben meinem Vater natürlich.
Ja, erleuchtend erzählt, das sagt ja das Wort eigentlich schon aus, oder? Es ist eine erleuchtende Geschichte, eine typische Geschichte für Menschlichkeit. Es ist eine Geschichte, die hinter jeder Person steht. Jeder Mensch kann Fehler machen, darf Fehler machen, egal in welcher Position er ist. Und genau das sagt für mich erleuchtend erzählt aus. Erleuchtung würde ich jetzt einmal sagen. Ständige Fröhlichkeit, gut gelaunt und aber auch ein geradliniger Weg, muss ich sagen.